Hallo und herzlich willkommen zu diesem 50 Kilometer langen Rundkurs, der von Borlo, ganz unten rechts auf der Karte zu sehen, ganz im Norden, nach Norden hin, zum Zwillbrocker Fenn geht. Ja, dieses rot eingezeichnete Streckenabschnittstückchen zwischen Borlo und der Käserei Hamienehöve muss ich euch leider schuldig bleiben, da meine Kamera auf Zeitraffer stand. Ja, hier eine Tafel, hier in der Mitte von dieser roten Linie auf diesem Streckenabschnitt befindliche Informationstafel. Die könnt ihr euch dann dort anschauen. Ja, hier der Gasthof Hamienehöve von innen, wie es dort vom Inneren her aussieht, und hier der Außenbereich mit Außengastronomie. Dort kann man dann auch lecker was essen. Ja, ich habe hier draußen auf meine Frau gewartet, während sie innen drin Käse gekauft hat, und hier sieht man die Fenster, wo der Käse liegt, wahrscheinlich im Geschäftsraum. Ja, wir starten, wie gesagt, im Video hier jetzt die Tour von dieser Käserei aus Richtung Norden. Ja, Cappuccino gab es auch. Stand auf der Tafel als Info. Ja, wie gesagt, die Route ist ca. 50 Kilometer lang. Und ich habe einmal gegen meiner üblichen Videofilmherstellung zum Trotz euch einmal einen Zusammenschnitt gemacht. Ja, ich fand das recht lustig. Ein Wohnhaus mit Eselchen davor. Da war ich doch richtig fasziniert. Die musste ich doch für euch extra mal fotografieren. Ja, hier der Fotostandort auf der Karte. Ihr seht die linke Spur von der Tour, also die linke Linie auf diesem Rundkurs. So ist das. Da befinden wir uns jetzt in Richtung Norden. Ja, auf diesem Hof übrigens kann man auch campen. Für alle die vielleicht dort mal jetzt rechts auf Audebach-Heutzebahn etwas länger verweilen möchten. Ja, hier sind wir auch schon an dem Punkt, wo wir auf die alte ehemalige Bahnlinie treffen, die zwischen Bocholt und Winterswijk verlief. Ja, das ist jetzt hier auf der Karte. Könnt ihr euch das mal anschauen? Das ist jetzt ein paar Kilometer von unserem Video-Startpunkt entfernt. Kann sein, dass da der Fahrradweg ist. Aber das war ja uns ja immer ein bisschen schmal, ne? Ja, wir sind hier das schon mal gefahren auf dieser ehemaligen Bahntrasse. Und hier auf diesem zweispurigen Weg, also eigentlich für die Kfz gedacht, ist es doch recht holprig. Ihr hört ja auch ein bisschen den Unterschied im Hintergrund. Ich habe euch ja mal den O-Ton gelassen. Dieser schmale Weg ist dann doch als Viehzpfad wohl ausgelegt und ist nicht ganz so holprig. Dennoch bleibt hier immer noch zu erwähnen, dass es einige Sandlöcher gibt, wie jetzt hier gerade. Ja, und Vorsicht, Sand! Und da muss man doch recht schwer aufpassen, dass man entweder fährt man mit Karacho durch, aber das ist immer leichter gesagt als getan, mit einem Rad mit einiges an Gepäck hinten drauf. Ja, jetzt der nächste Videoabschnitt, den ihr gleich zu sehen bekommt, da gibt es eine schmale Brücke über die Schlinge, so nennt sich das Flüsschen oder Bächlein, kurz vor Winterswijk. Also hier passt nur leider ein Radler drüber. Ja, und ihr habt ja wahrscheinlich auch gemerkt, der Ton war ein bisschen lauter, all dieweil das da ein bisschen holpriger war. Ja, ihr seht, die Landschaft ist sehr schön. Und jetzt kommen wir auch gleich zu einem Abschnitt, den ich euch als Zusammenschnitt nicht vorenthalten möchte. Und zwar, tatsächlich gibt es hier eine Unterführung für Fahrradstrecken kurz vor Winterswijk. Also ihr seht daran, dass dieser Fahrradweg, dieser Fahrradweg, links abbiegen, danach links abbiegen auf Audebach-Heutzebahn.
von der ehemaligen Bocholter Eisenbahnlinie in den Niederlanden doch recht ausgebaut ist, weil man denkt ja, okay, wie ihr gerade gesehen habt, der Weg da war recht schmal. An dieser Kreuzung leicht links abbiegen auf Fahrradweg. Aber man täuscht sich, es scheint doch für die Niederländer ein wichtiger Radweg zu sein. Ja, wir sind jetzt hier schon an den südlichen Ausläufern von Winterswijk und wir radeln jetzt hier auf den Bahnhof zu, wo wir dann auch abzweigen wollen. Folge dem Weg 350 Meter. Und zwar dann in Richtung Innenstadt, wo wir dann beschlossen haben, eine kleine Rast zu machen. Rechts. Ja, hier links seht ihr mal, so sieht das in den Niederlanden aus. Ich würde sagen, jetzt rechts auf Schmorstraat. Bike and Bahn. Ja, das ist hier links der Bahnhof und wir biegen jetzt hier rechts auf dieser Höhe des Bahnhofs rechts ab, um uns in Richtung Stadtinneres zu bewegen. Folge dem Weg 250 Meter. So. Jetzt links abbiegen auf Markt, danach in 50 Metern um. Ja, wir sind hier schon in der Mitte von dem Ort Winterswijk. Okay, dann fahren wir mal gucken. Genau, wo wir beschlossen haben, doch einfach mal uns ein Eis zu gönnen. Ja, ihr wisst ja, das ist das Corona-Jahr 2020. Und Gott sei Dank war es ja jetzt hier im Spätsommer, bevor die strengeren Corona-Maßnahmen in NRW zum Tragen kamen. Auch hier in den Niederlanden war es ja relativ locker. Ja, hier links sind sogar zwei Eisdielen. Und ihr wisst ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Naja, gut, wir haben uns dann, aber wenn dir das schattig genug ist, für die letztere, kannst du dich hier auch hinsetzen, Eisdiele entschieden. Ja, ihr seht, da ist auch ein kleiner Brunnen. Und so sieht das hier aus an dem Kirchplatz. Und ja, hier seht ihr mich, wie ich hier mein leckeres Eis aus der Hand im Stehen genieße. So. Und schon geht es auch weiter. Weiter in Richtung Norden, Richtung Zwillbrocker Fenn. Wo es Flamingos gibt. Aber da komme ich später nochmal zu, um euch noch was zu erzählen. Ja, die Innenstadt oder das Zentrum jetzt von Winterswijk ist jetzt nicht unbedingt der Hingucker. Aber ihr habt ja wahrscheinlich gerade gesehen, rechts und links, die Niederländer schmücken immer ganz gerne ihre Innenstädten auch mit schönen Blümchen. Manchmal auch auf diesen laternenpfahlartigen Stangen. Oder es sind Laternen und dann sind da auch Blumen drauf. Ja, hier rechts müsste man abbiegen aus diesem Kreisverkehr. Und dann gelangt man in eine parkähnliche Landschaft. Ihr seht ja, jetzt sehr schön. Links. Ja, wie gesagt, ich habe mal zum trotz dessen, was ich sonst immer mache, euch den Zeitraffer, die gesamte Strecke zu zeigen, habe ich mich mal dazu entschlossen, euch nur die schönsten Highlights zusammenzuschneiden oder die wichtigsten Punkte. Ja, hier an dieser Stelle im Norden von Winterswijk habe ich mich doch glatt verfahren, weil ich musste hier diese zweispurige Rillenformation, habe ich auch so noch nicht gesehen, ist für ein Auto geeignet, aber ich glaube, es war eigentlich sogar für PKWs gesperrt. Und stellt dann wahrscheinlich sogar eine Hin- und eine Rückfahrspur für Fahrräder dar. Ja, hier sind wir dann auch schon an einem, ich nehme mal an, dass es ein ehemaliger Baggersee war.
Hier habe ich euch das mal, Het Hilgelo nennt sich das, ein Naherholungsgebiet. Ich habe euch das mal extra dann auf der Karte eingeblendet, damit ihr euch das anschauen konntet. Und ja, wir fahren jetzt hier am westlichen Rand. Den Weg anzeigen kann. Fitzbad, hier, Fahrradweg. Ja, manchmal fand ich das Schild Fitzbad ganz witzig, weil ihr seht ja hier dieser eigentliche Rille. Ich sag mal, viel mehr war es ja eigentlich nicht. War doch recht sehr schmal. Und von daher, ja, aber links, wie gesagt, die Spur war wahrscheinlich vermutlich, nehme ich mal an, für Wald, also für den Förster mit seinem Jeep, weil das war recht sandig. Aber ich wollte euch mal, wie gesagt, zeigen, wie schön das hier landschaftlich ist von der Wegstrecke. Und wie gesagt, ich habe einfach mal die, ja, hier an dieser Stelle habe ich das Schild auf der Karte, könnt ihr auch sehen, dort oben sind wir schon. Ein sehr, sehr schöner Abschnitt, wie ich fand. Ja gut, ihr wisst ja, ich bin Naturfan. Und zwar immer mal welche. Aber folge dem Weg 650 Meter. Ist doch schön, der Weg. Wenn... Ja, das stimmt. Ja. Ah, aber hier geht's ein bisschen besser. Hallo. Genau, meine Frau meinte natürlich, ob, weil ich sagte gerade, das ist ein wunderschöner Weg. Ich fand ihn auch total schön. Ja, Nachteil dieser schmalen Fitzpade oder Fitz, also Fahrradwege, die, wie ihr seht, wunderschön sind, ist natürlich, wenn einem jemand entgegenkommt, dann wird es doch sehr eng. Und zu Corona-Zeiten natürlich ausgerechnet nicht gerade sehr schön. Aber ich wollte euch diese wunderschönen Radwegabschnitte hier nicht vorenthalten. Das war jetzt so ein Ding durch einen sehr gut baumbestandenen Abschnitt. Ob das jetzt ein zusammenhängender Wald war, weiß ich nicht. Und dann mündete das hier, dieser schmale Weg, tatsächlich dann auch im offenen Bereich. Und ja gut, diesen offenen... offenen Sichtbereich, den hat man natürlich in den Niederlanden recht oft. Ja, ich habe hier einen Schnitt gemacht, weil uns tatsächlich dann doch leider hier welche entgegengekommen sind. In 90 Metern geradeaus auf Verkehrsweg. Und hier jetzt mal auch nochmal eine, ich habe es allerdings rausgeschnitten. Weil so schön ist ja das, ist das ja jetzt vom Video her anzuschauen ja auch nicht gerade. Ja, jetzt hier wieder ein kleines Örtchen übrigens, da hätte man abbiegen können, auch zum Kaffee trinken. Ja, und das letztere Stückchen kurz vor dem Zwillbrocker Fenn, das ist hier eine sehr langgezogene Straße. Ich guck gerade mal nach hier in Google Maps, der Elbergse Weg. Ihr habt gerade gesehen oder gehört auch, wenn ein da Autos überholen, ist das nicht gerade sehr schön. Ja, hier ist dann der Abzweig von dem Elbergse Weg. Das ist dann wieder mehr oder weniger zum Glück mal ein asphaltiertes Stückchen. Und hier ist eigentlich auch schon ganz genau die Grenze. Jetzt sind wir eigentlich hier schon wieder auf deutschem Gebiet. Leider hört ihr es ja, recht holprig. Dafür aber landschaftlich sehr schön. Ja, und ich im nächsten kommenden Videoteilabschnitt, ihr seht jetzt mal, wo wir dann hin wollten. Und zwar dort oben. Zu dem schönen Gasthof am Zwillbrocker Fenn. Dort wollten wir nämlich denn
Kaffeepause machen. In 40 Metern rechts abbiegen auf Fahrradweg, danach in 70 Metern geradeaus auf Zülbrocker Straße L608. So, jetzt noch mal fürs Fahrrad einen Parkplatz finden. Den hast du schon mal gesehen, Durchgang mehr. Ich habe allerdings am Tag vorher einen Tisch reservieren lassen. Ha, gibt's nicht mehr. So, wir sind auch schon wieder weg vom Kaffeetrinken. Das hat übrigens alles ganz gut geklappt mit dem Kaffeetrinken. Allerdings mit einem Tisch im Schatten, weil wir sitzen da nicht so gerne in der prallen Sonne. Ja, und hier sind wir dann auch nochmal zu der biologischen Station. Die wollten wir uns unbedingt denn dann auch nochmal anschauen. Und ja, da gibt es tatsächlich einiges anzuschauen. Meine Frau ist reingegangen. Ich habe nur mal von außen Richtung Inneres ein Foto gemacht. Die ist übrigens geöffnet. Öffnungszeiten müsst ihr euch dann im Internet raussuchen. Ja, wie gesagt, hier sind außen Insektenkästen angebracht. Einen Riechgarten für Sehbehinderte hier vorne. Da kann man Pflanzen erriechen und erschnuppern. Ganz tolle Sache. Dort nochmal, ich glaube, Bienenhäuser oder beziehungsweise Nüsse. Unterkünfte. Eicheln. Ja, und alles Eicheln. Ja, viele Eicheln lagen dort rum. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Zwillbocker Fenn. Jetzt direkt, wo man eigentlich die Flamingos sich anschauen kann oder könnte, besser gesagt, aber da sage ich gleich noch mal was zu. Und dort gibt es auch noch mal eine... Na toll ist das nicht, viel Sand. Auch noch mal eine Außenstelle von der, von dem NABU dort, von dem Ansässigen. Eine Remise. Hier ist der Standort, wo wir jetzt sind. Und unten in der Mitte von dem See seht ihr eigentlich die Flamingo-Insel. Ja, hier die Remise. Hier kann man dann auch noch ein bisschen kleinere Snacks und was zu trinken sich holen. Und rechts daneben ist dann auch nochmal, glaube ich, eine Toilette. Ja, ich habe natürlich mal wieder was in der Landschaft gesehen und da musste ich für euch doch noch mal wieder ein Foto machen. Ja, Schafe, die Landschaft, wie ihr seht, wunderschön, ganz toll. Also, und diese Ruhe, ihr hört immer nur so ein bisschen dieses Pff, das ist der leichte Wind, den wir am Tag hatten, als wir die Radtour gemacht haben. Ja, hier noch mal von außen unsere Räder und die Remise. Ja, dann habe ich noch mal einen anderen Blickpunkt, und zwar zu dem Aussichtspunkt, dem Schuppen dort rechts gemacht. Ja, hier ist die Informationstafel dann auch zu dem Schuppen. Ja, und so müsste das eigentlich dort aussehen, wenn ihr zur richtigen Zeit dorthin radelt, dann gibt es da auch die Flamingos zu sehen. Die brüten da wohl im April, Mai. Aber lest es lieber selber nach. Nicht, dass ich euch jetzt was Falsches sage. Leider haben wir, wo wir die Tour gemacht haben, keine Flamingos gesehen. Und meine Frau hatte auch, wie gesagt, schon in der biologischen Station nachgefragt, dass die jetzt um die Jahreszeit leider nicht da sind, mehr da sind. Im September ziehen die weiter. Ja, hier sind wir unterwegs zu einer anderen Aussichtskanzel. Das hast du ja mit. Kanzel deswegen, weil das jetzt, wie ihr seht, hier mal ein etwas höherer Standort ist.
Und so sieht das dann dort von oben aus. Leider alles ausgetrocknet. Der See war nämlich vertrocknet. Und so sehe es normalerweise aus. Ich glaube, die Stadt Frieden und so sah es jetzt wieder aktuell aus, als wir da waren. Ich habe mal so ein bisschen zum Vergleich die Fotos gegenübergestellt. Ja, so sollte es aussehen. Dann habt ihr da ein Fernglas. Ich weiß nicht, ob man da was reinschmeißen muss. Und dann sehe man diese Flamingo-Insel, wie ihr die hier jetzt gerade im Bild seht. Und so sieht das leider aktuell aus, als wir die Tour gemacht haben. Ja, wir radeln jetzt wieder weiter. Hier ist eigentlich im Grunde genommen unser Umkehrpunkt. Im Folgenden seht ihr jetzt nochmal Zusammenschnitt von schönen, tollen Streckenabschnitten hier durch das Fenn. Ja, was wollte ich noch zu den Flamingos sagen? Hier steht bei Wikipedia nachzulesen. Ich habe mal kurz hier eine kleine Zusammenfassung. Flamingos, ja, man wundert sich. Es ist wohl die nördlichste Brutkolonie auf der ganzen Welt, glaube ich sogar. Also wie gesagt, nagelt mich nicht fest für alles, was ich sage, übernehme ich keine Gewähr. So, aber das hier habe ich aus Wiki und da steht, die genaue Herkunft der verschiedenen Flamingos konnte nie geklärt werden, weil, ich sag jetzt mal mit meinen Worten hinzugefügt, mein Kommentar, man vermutet, dass es auch aus Zoos Geflüchtete oder, ja, ich weiß nicht, ob sich Leute Flamingos privat halten. Ja, währenddessen seht ihr hier tolle Streckenabschnitte. Hier durch das Zwillwalker Fenn, einfach landschaftlich ein Genuss. Mit der tollen Abendsonne ein ganz toller optischer Eindruck. Ja, was steht da noch? Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Chili-Flamingos, Zwergflamingos und Kuba-Flamingos um aus Tierhaltung entflogene Vögel handelt, da wilde Flamingos dieser Art nicht in Europa ziehen. Bei den rosa Flamingos in der Kolonie könnte es sich zum Teil um Wildvögel aus Südeuropa handeln. Also das fand ich mal ganz interessant. Die Flamingos haben sich zur Hauptattraktion und zum Sympathieträger des Zwillwalker Fenns entwickelt. Verschiedene Medien haben wiederholt über die Flamingo-Kolonie berichtet. Sie ist ein Alleinstellungsmerkmal der Region und wird als Marketinglabel genutzt. Shirts, Tassen und so weiter mit Flamingo-Motiven werden in der Region verkauft. Ja, hier habe ich dann, sind wir schon auf dem Rückweg. Und was gibt es in den Niederlanden? Natürlich Windmühlen. Ich habe sie schon fast vermisst. Ja, und hier, wie gesagt, wie auf dem Hinweg, sind wir westlich dieses Hengelo-Sees gewesen. Und jetzt sind wir hier östlich auf dem Rückweg. Auf unserer Route kommen wir jetzt hier vorbei. Das ist dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, auch Gastronomie. Also verhungern müsst ihr nicht. Und ihr könnt dann dort wohl auch was zu futtern finden. Ja, und schon kommt auch die nächste Windmühle, die ich auf die Annäherung hin von Ferne gesehen habe. Ihr hört, es war relativ windig dort. Also das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil in den Niederlanden. Wenn es dort windig ist, dann hat man mit dem Fahrrad eigentlich schlechte Karten. Das ist fast so, wie wenn wir hier im Bergischen Land rauf und runter radeln. Ich kenne das. Ich bin schon mit Mitte 20, haben wir mal in Seeland gecampt und hatten uns Fahrräder geliehen. Und sind dann dort, hatten wir dann Seeland, sagt ja schon, ne, ist im nord-südlichen Teil an der Ostsee, Nordsee oben. Ja, hier nochmal im Vorbeifahren das Bild der schönen Windmühle.
Und das war stellenweise dann doch recht windig und da hatte man richtig gegen anzukämpfen. Ja, hier jetzt nochmal ein schönes Sandloch, was man so als Fahrradfahrer nicht wirklich gerne hat. Und nochmal in der Abendsonne einen wunderschönen Eindruck von der Landschaft. Also uns hat die Tour wunderbar gefallen. Wir waren sehr begeistert und ja, wie gesagt, zu Corona-Zeiten eigentlich ein echtes Highlight. Weil wir haben es ja eigentlich nicht weit, 30, 40 Kilometer, dann sind wir am Rhein. Aber da wollten wir nicht radeln, weil es hieß ja immer, nicht unbedingt Hotspots anfahren. Und wie ihr gesehen habt, viel los war hier nicht. Ja, hier nochmal einen wunderschönen Eindruck in der Abendsonne. Feenweg. Ja, der Feenweg oder Fanweg. Ja, das war jetzt hier ein bisschen holprigerer Abschnitt. Und schon biegen wir hier. Extra für Fahrräder, Barbara. Ja, tatsächlich. Schöner Weg, guck mal. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, diese Tour werde ich im Frühjahr 2021 nochmal machen. Aber ein schöner Weg hier. Schöne Landschaft. Um dann doch auch mal die Flamingos noch mitzubekommen. Wir kommen. Weil die kommen wohl im Frühjahr dann wieder. Laut der Information aus der NABU-Station. So, jetzt kommst du wieder nach Deutschland. Auf Vorsicht, Schranke. Grenzübergang. Ja, jetzt kommen wir wieder nach Deutschland rein. Einmal Grenzübergang. Ja. Jetzt bist du wieder in Deutschland. In Deutschland. Ja, ich glaube, ich hoffe, die Holländer oder beziehungsweise Niederländer sprechen das so aus. So, wir sind jetzt hier im Borlo. Hier ist übrigens auch ein Kloster. Ich hoffe, das Video hat euch oder wird euch gefallen haben. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir doch mal rein, ob euch die kürzeren Versionen besser gefallen. Bis dann und tschüss.